Guten Abend. Die Geschichte ist ungefähr 150 Jahre her. Ich war damals noch ein kleiner Buh und es war Samstagvormittag nach dem Frühstück. Mir war es direkt nach dem Frühstück gewaltig langweilig. Mir war richtig fad. Und da ist mein Vater gekommen, das war ein baumlanger, großer Mann. Wenn ich unter ihm gestanden bin, habe ich in seine Nasenlöcher reinschauen können. Er hat weiße Haare gehabt am Rand und hinten, vorn und oben war er komplett nackert am Kopf. Und hat zu mir gesagt, Matthias, geh mal mit, jetzt zeige ich dir was. Und dann sind wir aus dem Haus gegangen, links ums Haus rum zur Garage. Und dann hat der Vater die hölzerne Garagentür aufgemacht und hat gesagt, heute zeige ich dir mal, wie man rückwärts Fahrrad fährt. Und ich dachte mir, hä? Hat er was gesoffen oder was? Aber nein, hat er gesagt, er zeigt mir, wie man rückwärts Fahrrad fährt. Und dann hat er sein Fahrrad hat er raus mit einem großen Ledersattel, wo es wahrscheinlich einem Rindviech den Arsch aufgeschnitten haben, um diesen Sattel herzustellen. Eine große Klingel war dran, Lampen so groß wie meine Müsli-Schale. Und vorne am Schutzblech war so ein Bander in Blech im Sprung befestigt. Und dann hat der Vater das Fahrrad auf die Straße rausgerollt und hat sich tatsächlich rückwärts aufs Fahrrad gesetzt. Also mit der Nase zum hinteren Schutzblech. Halt. Nicht nach vorn, sondern nach hinten. Und hat sich mit dem Hintern auf den Lenker draufgesetzt und mit einem Fuß dann aufs Pedal. Und ich habe schon gemerkt, das ist nicht so einfach, das Rückwärtsfahren. Das ist eine wackelige Angelegenheit. Und dann ist er losgefahren und hinter dem Zaun war der Bernhardiner vor den Nachbarn. Der hat sowas auch noch nie gesehen in seinem Leben. Dass einer rückwärts Fahrrad fährt und hat furchtbar bellt. Und dann ist der Vater tatsächlich los und aufs Trottoir rechts. Und ich wollte schon rufen rechts, aber dachte mir, der Vater hockt ja verkehrt rum, was rufe ich jetzt? Und hab nur Obacht gerufen. Und dann im letzten Moment ist der Vater zur Seite gefahren und dann hat die Nachbarin, die Frau Konrad, hat durchs Fenster geschaut und hat gesagt, das darf ja nicht wahr sein. Der Vater von Matthias fährt rückwärts aus dem Fahrrad. Und ist aus dem Haus uns direkt nachgerannt. Halt. Der Vater ist die Straße auf, ich hinterher, dann die Frau Konrad, dann ist der Nachbarshund komplett über den Zaun gesprungen. Dann war der Vater schon vorne bei der Kreuzung und ich habe gesagt, rechts kommt nichts. Und dann ist der Vater rechts gefahren. Dann sind die Reichels aus dem Haus gerannt, Vater und Mutter, die Büttners, die ganze Nachbarschaft, die halbe Stadt ist dem Vater hinterhergelaufen. Und der ist dann gefahren, bis nach Ottensoos. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das was sagt. Im Wiesengrund, am frühen Nachmittag ist er angekommen und da sind dann ein paar Leute gekommen und haben ein Bierfass angestochen und eine Blasmusik gespielt. Er ist tanzt worden, bis am Abend der Mond aufgegangen ist. Dann haben die Sternlein geschienen und dann sind wir irgendwann heimgefahren, der Vater und ich. Aber diesmal richtig rum und ich war auf der Stange gesessen. Vom Vater sein Fahrrad zwischen seine Arme. Mehr war eigentlich nicht.